böse Blume, böse Blume. So, dann einmal ins Kuhgehege. Alles einheitlich hier machen, ne? Also wenn schon, denn schon. Hier ist so ein Huhn, aber das darf da sein. Wobei, ich glaube, die Hühner backen sich dann wahrscheinlich auch hier irgendwie mal durch, ne? Wobei, ich finde das eigentlich mit dieser Innenausrichtung, Einrichtung immer noch eigentlich formidabel. Eigentlich waren ja auch nur hier drin mal Kühe. Oder war mal da angedacht. Ich glaube, weiß gar nicht, hatte ich das geschafft? Ich glaube nicht. So. Dann sind Eier. Eier, wir brauchen Eier. So. Dann gehen wir in das noch schlimmere Kuhgehege. Ich war es nicht. Wirklich. Wir müssen alle mal ganz tapfer sein und weggucken. Hey, ich krieg Wolle. Hey, cool. Weg mit dir. Ich glaube, meine Taschen sind schon wieder voll. Ja, sie wollten halt nicht, ne, mit Weizen dann über den Erddingens rübergehen. Sie wollten es einfach nicht. Ich habe es versucht. Sie wollten es nicht. Ne? Hallo? So. Hier mal ganz kurz die Leitern rein. Das wäre schon mal ein guter, vernünftiger Schritt. So. Die Frames stabilisieren sich so langsam. Das ist faszinierend. Ein Huhn! So, die Kuh darf hier sein. Ja, durchaus eine Daseinsberechtigung. Wir haben kleine Schafe. Ich war's nicht. Okay, vielleicht doch. Okay. Der Mammut hat so eine tiefe Stimme. Wenn ich jetzt meine Kopfhörer aufsetze, habe ich ein Basskonzert. Bus, Bus, Bus. Was? Nein, meine Stimme ist doch nicht bassig. Sag doch sowas nicht. Das könnte ja noch jemand glauben. Besonders wenn ich so rede. Gibt alles XP. Das ist ein vernünftiger Gedanke durchaus. Ein Gedanke, den ich durchaus nachvollziehen kann. Es gibt jede Menge XP. Droppen die tatsächlich Knochen? Ist ja schon echt makaber, ne? Wann denn das? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich hier vorher schon so viel Dingens dabei hatte, so viel Knochen. Du gehörst nicht her. Du gehörst nicht in diese Welt. So. Wo ist das Huhn? Wo ist das Huhn? Es ist geflohen. Wieso liegt jetzt hier Kuhfleisch? Ich habe keine Kuh hier getötet, glaube ich. Außer es war vielleicht ein Skelett. Ciao. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Also, ja, ich werde natürlich über kurz oder lang halt hier drüben wieder natürlich mehr Schafe machen, genauso wie ich hier wieder mehr Kühe machen werde. Da wird natürlich auch wieder ein Ausgleich herkommen. Vielleicht nicht heute, aber bald. Ne? Also, nicht, dass ihr denkt, sie droppen tatsächlich Knochen. Faszinierend. Ne? Und so. Und hier die ganzen Lücken hier schließen. Ich weiß gar nicht, wer die überhaupt gelassen hat hier. Immer diese Endermen. Die wollen alle durch zur Bibliothek. Die wollen alle was lesen. Sie wollen sich weiterbilden. Dieser Gedanke mit, gibt aber alles XP. Es ist aber auch so ein Gedanke, den ich auch sehr viel in Rollenspielen habe, ne? Ah, ganz viel. Ganz, ganz viel. So. Da. Gesucht, ich dich habe. Ich soll da ein bisschen ganzes Let's Play nur noch machen, weißt du, in Yoda-Manier. Wolle gesammelt, ich habe. So. Es ist auf jeden Fall eine Ecke flüssiger als noch vorher. Es geht voran. So. Natürlich sind hier viele Hühner und die ziehen natürlich immer gerne an den FPS. Da sind ja die FPS-Hühner, mein Kindse.
Da ist noch ein herumlaufendes Huhn. Ach nee, das ist eine Blume. Ich war's nicht. So. Diese Folge vergessen wir ab sofort. Ne? Die ist nie passiert. War was? Oh, guck mal, wir haben voll die tollen Schafe. Und Schweine. Eigentlich müsste ich jetzt, ne? Der Gerechtigkeit halber. Aber sie haben mir nichts getan. Und guck dir diesen treu doofen Blick an. Grunz. Grunz. Okay. So, das war Part 1 von dem, was ich auf jeden Fall heute erledigt haben wollte. Gehen wir über zum nächsten Part. Welche Folge meinst du? Ich weiß auch nicht. Also manchmal bringt mich der Chat voll auseinander hier. Auch nur manchmal. Ich weiß gar nicht, was sie meinen. Weißt du, hast du mal einmal nicht auf den Chat geguckt, weißt du schon, hast keine Ahnung. So. Hängt das mit den Knochen mit einer Mod zusammen? Das weiß ich nicht. Also zumindest nichts, was ich bewusst gemacht hätte. Ne? Ich hab nichts gesehen. Ich auch nicht. Weil die Frames halt, ne? Ich dachte, da wären Skelette gewesen. Also laut Knochen habe ich genug Skelette geschlachtet. Und das Lager wird so langsam auch framefreier. Framefreier. Ist auch ein tolles Wort. Jetzt aber einmal ganz kurz. Nee, ich bin ja schon richtig, ne? Ja. Aber ganz kurz hier den Kladderadatsch ablegen. Federn. Ah ja. Alles, was jetzt erstmal weg kann, kann weg. Das macht Sinn, Mammut. Weil wir brauchen jetzt natürlich sehr viel Birkenholz und Fichtenholz. Hilft ja alles nichts. Ne, was muss, das muss. Man kennt das ja. Och, ist das Inventar schon wieder voll. Ständig voll. Mit Scheiße ist es. So. Knochen. Komm einmal hier rein. Habe ich wieder reichlich. Konnte ich wieder jede Menge Bone Meal herstellen. Fäden habe ich nicht. Aber ich habe Federn. Einfach mal federn lassen. Dann haben wir aus seltsamen Gründen irgendwie so ganz komisches Fleisch. Ich glaube, das habe ich von Zombie gedroppt bekommen. Das hat er wohl so bei sich. Hier noch ein paar Eier. Hat jemand seine Eier verloren? Hier. Kommt es einfach mal rein. Das ist ja auch Leder, habe ich noch. Ich habe jetzt so viel Leder, ich habe noch so viel Zombiefleisch. Das ist schon am Brutzeln. Ich hatte gerade überlegt, das könnte ich eigentlich noch in der Fabrik hauen, aber das habe ich ja schon. So, das kommt hier rein. Dann können wir eigentlich bald mal wieder so ein paar, sag schon, Rucksäcke herstellen, theoretisch. Ne, weil allein mit den zwei Rucksäcken komme ich ja manchmal schon nicht klar. Ne, die sind ja einfach immer voll. Immer. Ich weiß gar nicht warum. So, dann die Wolle. Wo ist denn die Wolle? Schneestufen, das sieht gut aus. Wolle. Wolle, 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 Wolle. Wolle, Wolle kaufen. So, dann. Enderperle, Enderperle. Es ist immer eine Einsortiererei hier. Aber was muss, das muss. Man muss ja manchmal so ein bisschen Ordnung halten. Ne, das merke ich bei meinem Bürokram, den ich ja manchmal so habe, halt auch. Es gibt Dinge, da sollte es hin und wieder Ordnung halten. Oder es wäre einfacher, es würde Zeit ersparen in manchen Fällen, wenn du Ordnung hältst. Und das ist einfach so. Und deswegen habe ich mir jetzt da tatsächlich für meine kleine Bürokram, was sich halt so anfällt bei mir, tatsächlich ein bisschen mehr Ordnung eingebracht. Weil ist ja nicht so verkehrt. So, da Enderperl. So. So, nächste Baustelle. Wir brauchen Birkenholz, Fichtenholz und anderes Holz. Wir nehmen davon einfach ein bisschen was mit. Birkenholz, 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 Birkenholz ist auf der anderen Seite.
Akazienholz. Da, Birkenholztreppen. Birkenholzstämme. Habe ich ja jede Menge von. Das wird ja echt ein bisschen wenig. So. Okay. Das wird jetzt sowieso noch lustig. Einmal müssen wir ja sowieso den ganzen Meteoritenkack da wegkriegen. Hier muss ich noch... Wo habe ich es denn? Habe ich es in dem? Ja. Ich habe jetzt vorhin ja hier ein bisschen Weg abgebaut gehabt. Jetzt schmeiße ich schon wieder den Rucksack weg. Ich weiß gar nicht warum. Wenn wir jetzt unten da hier so ein bisschen klar Schiff gemacht haben, damit da sich nichts mehr verteilt hier. Hier, so. Damit ich das nicht vergesse. Ja? Hast du dir fürs Büro Kisten gebaut? Ja, mindestens so wie im Lager. Mindestens. Ja, wobei mein, in Anführungszeichen, Büro ist halt gleichzeitig halt auch der Raum für Musikinstrumente, Sportgeräte und sowas. Ich weiß nicht, inwieweit das alles zusammenpasst, aber ja. Da ist halt bei mir sowas Büro. Das habe ich lieber in einem anderen Raum als da, wo ich zocke, tatsächlich. Das ist, ne, da bist du halt nicht ständig dann halt konfrontiert mit deinen ganzen Steuererklärungen und all so ein Kack. All so ein Kack, mit dem du dich eigentlich gar nicht beschaffen willst. Aber musst. Weißt du? So, wie komme ich jetzt da hoch? Kriege ich denn hier das alles so weg, dass ich hier nichts anderes mitnehme? Ja, das müsste eigentlich gehen. Ja, hat er doch wieder hier mehr abgeschnitten, als er eigentlich sollte. Naja, egal. So, hier bräuchte ich nochmal eine Behutsamkeitsspitzhacke. Warte mal. Mit der Behutsamkeitsspitzhacke kriege ich da die Glowstones eine ganze Ecke besser weg. Sportliches Mammut. Mammut macht Sport? Ja, ist nicht wirklich viel. Also ich... The Swarm! The Swarm! Ja, ja, du mich auch. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, was es damit auf sich hat, aber ich gehe mal davon aus, es funktioniert halt nicht richtig. Spitzhacke wollte ich, genau. So, na, also was ich halt an Sport treibe, ist nicht wirklich viel. Also hin und wieder halt so ein bisschen Hanteltraining, ein paar andere Sportgeräte hier zum Gedönseln. Ist nicht wirklich so viel. Nichts Bemerkenswertes. Ne? Es ist halt überwiegend Kraftsport. Wenn ich irgendwie 5 Meter weit laufe, weiß dann bin ich außer Puste. Von Ausdauer habe ich nichts. Es ist ein bisschen so wie ich in Rollenspielen, weißt du? Es ist so, ja, Hauptsache ich habe Stärke geskillt. Ob ich dann nur einmal zuhauen kann, das ist ja egal. Aber dann richtig. Es gibt Parallelen. Will ich ja nun mal anmerken, ja? Es gibt Parallelen. Wieso bin ich jetzt eigentlich nicht über die Portal Gun wieder zurückgegangen? Egal. So. Ein ganz kleiner Dutch jetzt erstmal aufräumen. Halleluja. So. Wir haben die Glowstones hier weg. Oh, wie viel das aber auch hier weggenommen hat. Ich meine, man könnte auch einfach wieder neuen Laub draufsetzen. Ja, machen wir vielleicht auch. Habe ich noch Laub dabei? Ja, habe ich. Hier. Weißt du, erstmal hier so das Gröbste vom Gröbsten kaschieren. Das geht ja so nicht. Kannst ja nicht machen. Ja, nicht so. Ja, so ist schon besser. Oh, sieht aus wie ein Tannenbaum. So, ja. Ja. Der hat aber auch hier was reingerissen, oh meine Güte. So, komm mal alles ran hier. Oh, und den halben Ozean hat er weggesprengt. Ist es denn eine Possibility? So, komm, dann machen wir mal hier den ganzen Mist rein, den ich jetzt sofort nicht brauche. Das kann ich hier nicht aufräumen.